Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Eigentlich gibt es ja von mir immer Donnerstags- und Sonntagsvideos. Heute gibt es ein Extra-Video, weil ich sonst mit dem Videoplan nicht hinterhergekommen wäre. Und ich wollte euch die Sachen unbedingt zeigen. Es gibt ein Teddy-Haul. Ich habe sehr nützliche Sachen für meine Küche gefunden. Ich habe fast alles für den Weihnachtsbaum jetzt. Und ich habe Türschmuck, welches ich mir schon lange gewünscht hatte. Also bleibt unbedingt dran. Ich habe sehr schöne, günstige Dinge. Ich darf zwar offiziell noch nicht weihnachtlich dekorieren, weil der Timo nicht so ein Weihnachtsmensch ist wie ich. Er ist so eher so ein bisschen cringe und freut sich zwar auf Weihnachten, aber nicht so 2 Monate vorher wie ich. Deshalb habe ich mich schon ein bisschen gezügelt. Fangen wir mit meinen Weihnachtskugeln an. Leute, wie toll ist das bitte? Diese Packung kostet 3 Euro. Es sind 20 Kugeln drin und so groß sind sie. Ich möchte dieses Jahr in Champagner und Dunkelrottönen dekorieren. Ich freue mich wirklich sehr darauf. Und diese Kugeln halten echt gut. Die letzten 2 Jahre habe ich die Kugeln von Action und Teddy verwendet und bin sehr zufrieden damit. Ich habe sie 2 Jahre hintereinander verwendet und es ist nichts passiert. Deshalb, Leute, kauft euch die Kugeln nicht überteuert. Kauft sie euch bei Teddy und Action. Die Qualität ist wirklich ausreichend. Es sind ja Produkte, an die ihr nicht jeden Tag mit den Händen drangeht. Ihr holt sie einmal im Jahr raus und vielleicht so eine andere Farbe noch mit dazu, sodass die vielleicht ein Jahr sogar aussetzen. So wie jetzt bei mir. Ich hatte die letzten 2 Jahre dieselben Farben und jetzt werde ich Dunkelrot und Champagner haben. Auf jeden Fall erstmal hier die hier pro Packung 3 Euro. Davon habe ich 3 Stück geholt. Und diese Schleifen hier werde ich nicht wegschmeißen. Die werden auch an meinen Weihnachtsbaum kommen. Ich möchte nämlich hier diese Schleifen in mehrere kleine Stücke schneiden, sodass ich mehrere solcher Schleifen am Baum mache. Kann. Also auch dafür finden wir eine Lösung. Hier sind meine champagnerfarbenen Kugeln. Davon brauche ich noch eine Packung, dann bin ich komplett ausgestattet mit Weihnachtskugeln. Hier diese riesengroße Packung kostet 5 Euro und insgesamt sind hier 60 Kugeln drinnen in verschiedenen Größen. Hier die größten Größen sind hier und dann gibt es so mittlere Größen und dann hier nochmal die kleineren. Hallo Bärchen! Hi, bist du wach, Schatz? Legst du dich nochmal hin? Okay, leg dich nochmal hin. Passend zu meinem diesjährigen Farbschema habe ich diese 2 Läufer geholt in Champagnertönen. Man hört, dass Askan hier rumläuft, aber ich finde das so süß. Das hört sich so süß an, oder? Da habe ich pro Läufer 3 Euro ausgegeben. Die Qualität ist jetzt nicht mega. Das sind keine Läufer, die ihr tagtäglich auf eurem Esstisch haben könnt. Aber für ein Weihnachtsessen reichen sie vollkommen aus. Super, Schatz, hast dich endlich hingelegt. Für die Weihnachtstage reichen sie vollkommen aus und haben wirklich eine sehr schöne Farbe. Und schaut mal. Sie sind einfach im perfekten Farbschema. Dann habe ich hier diese 2 Sterne geholt und werde sie auch am Weihnachtsbaum anbringen. Dann liebe ich wirklich diese kleinen Kügelchen zum Dekorieren vom Esstisch oder zum Dekorieren von anderen Dingen an Weihnachten. Wirklich super. Aber hier diese Größe verwende ich immer auf dem Esstisch. Die letzten 3 Jahre oder so hatte ich silberne und jetzt habe ich hier diese champagnerfarbenen. Diese Packung kostet 2 Euro. Und ihr seht, man hat sehr lange was davon. Die Packung kostet 1 Euro, weil die Kugeln hier sind kleiner und weniger sind hier drin. 2 weihnachtliche Dinge habe ich noch. Und zwar einmal das hier. Ich wollte unbedingt die ganze Zeit so ein Dekostück für die Haustür. Jetzt habe ich endlich was gefunden, passend zu der Jahreszeit und in sehr schönen Farben. Dafür habe ich 10 Euro ausgegeben. Das ist so das Einzige, wofür ich 10 Euro ausgegeben habe. Alles andere ist viel, viel günstiger. Dann habe ich hier ein Bastelset für einen Adventskalender geholt. Und zwar bekommt meine Schwester jedes Jahr einen Adventskalender von mir. Sie besteht darauf, dass ich es nicht jedes Jahr mache. Aber Leute, ich habe so viel Spaß daran. Ich kann es euch nicht erzählen, wie viel Spaß ich daran habe. Das ist so, ich liebe das Gefühl an Weihnachten einfach. Dass alle zusammenhalten, dass man zu Hause ist. Glühwein oder Kinderpunsch. So das warme Gefühl mag ich einfach. Es hat wirklich etwas mit dem Gefühl zu tun. Bei mir hat es keine religiösen Gründe, aber es hat so atmosphärische Gefühlsgründe.
Ich liebe die komplette Zeit und mache meiner Schwester sehr, sehr gerne so einen Adventskalender, weil man hat jeden Tag so ein kleines Geschenk. Es ist eine tolle Sache. Ich freue mich, sie freut sich. Jeden Tag so eine mini kleine Überraschung. Ich freue mich so sehr, den Adventskalender für sie zu machen. Dann haben wir jetzt nur noch Sachen so für den Haushalt. Oh, das Produkt habe ich bei Action mitgenommen. Habe ich wohl vergessen. Ich wollte unbedingt mal so einen Überzug für mein Bügelbrett in einer neutralen Farbe. Das war so das Neutralste, was ich gefunden habe. Und bei Amazon oder überall anders kosten diese Überzüge so viel Geld. Ich kann es nicht verstehen. Und trotzdem sind sie nicht so schön. Ja, bisschen neutraler als mein Bügelbrettüberzug. Dann habe ich ein paar Dinge für die Küche geholt. Einmal hier diese Bretter, die kosten 3 Euro für so drei kleine Bretter. Ich habe so ein Riesenholzbrett. Und manchmal braucht man so mal schnell für so Kleinigkeiten kleinere Bretter. Die hatte ich mal in Plastik von Timos Singlebude damals noch, aber da ist immer was hängen geblieben. Deshalb finde ich Holz besser, kann man sehr gut mit heißem Wasser schnell in der Hand sauber machen. Die Größe ist super, auch so zum Sachen servieren sind diese Bretter sehr gut. Auf die Idee hat mich meine Freundin gebracht. Und zwar haben wir uns jeweils diese zwei Flaschen geholt, um Olivenöl und Sonnenblumenöl reinzufüllen. Dann hat man diese nicht so schön aussehenden Flaschen nicht immer rumstehen, weil bei mir, ich habe in der Küche keinen Platz dafür. Bei mir sind sie auf der Arbeitsplatte drauf. Und so wird das Ganze ein bisschen ordentlicher, ein bisschen schöner, stylischer aussehen. Pro Flasche haben wir da 1,50 € ausgegeben. Dazu haben wir dann das hier noch mitgenommen, weil wir uns nicht sicher waren. Die Korken hier sind so klein und ich war mir halt unsicher, ob das Ganze praktisch ist, so im alltäglichen Benutzen, wenn man da Öl für den Alltag reintun möchte, weil Öl benutzt man ja irgendwie jeden Tag beim Kochen. Da haben wir diese Dinger da drauf geholt. Flaschenausgießer heißen sie. Ich hoffe, die Größe passt. Es sieht auf jeden Fall so aus. Für 2 Stück 55 Cent wirklich ein guter Preis. Und so vom Farbschema her ist es sehr neutral gehalten. Ich habe jetzt hier überall Glitzer dran von meinem Türschmuck, aber lasst euch nicht irritieren. Darüber freut sich der Timo sehr. Er macht sich nämlich jeden Tag zum Frühstück Eier in der Pfanne und unsere Pfannenwender waren beide schon ziemlich durch. Deshalb habe ich hier so einen Pfannenwender geholt. Dann wollte ich unbedingt alles so im Set haben in der Schublade, deshalb einen Löffel aus derselben Reihe und dann auch noch so eine Suppenkelle. Und ich glaube, da bin ich erstmal gut bedient. Ich habe auf jeden Fall hier diese Zangen, nicht Zange, aber so etwas zum Nudeln aufheben zum Beispiel, hätte ich noch gerne. Habe ich an dem Tag dort nicht gesehen. Ich hoffe, beim nächsten Mal finde ich das. Da habe ich pro Stück 3 Euro ausgegeben. Die gibt es in verschiedenen Qualitäten. Gibt es auch für 1 Euro, gibt es auch für 2 Euro, aber die für 3 Euro fand ich am besten. Dann ein Geheimtipp, das darf der jetzt nicht sehen, weil er gerade neben mir schläft. Davon nehme ich immer ein paar mit, wenn ich bei Teddy bin. Er liebt es. Das ist ein Kausnack aus Rind. Es steht nicht drauf, was genau es ist. Kostet 1,50 €. Ich habe das Gefühl, es ist nicht so mega gesund. Ich weiß es nicht, weil da nichts Näheres dazu steht und ich mich nicht so gut damit auskenne. Bekommt er das so selten als Snack, so wie wir mal Schokolade essen, darf er auch mal das hier essen. Er hat einen Riesenspaß daran. Er liebt es und es kostet nur 1,50 €. Ich habe so nützliche Sachen gefunden. Ich habe jetzt fast alles für meinen Weihnachtsbaum. Ich habe gute Sachen für die Küche, die ich wirklich gebraucht habe. Und außerdem ein Türschmuck, welches ich mir wirklich die ganze Zeit schon gewünscht habe, endlich mal in der passenden Farbe gefunden. Schreibt mir mal unten rein, was nehmt ihr immer mit, wenn ihr bei Teddy seid. Ich habe da jetzt diese günstigen Batterien gesehen. Allerdings habe ich im Moment genug von Action. Deshalb habe ich sie nicht geholt. Schreibt mir mal sonst so rein, was ihr immer bei Teddy mitnehmt. Ich zum Beispiel diese Snacks für ihn. Und außerdem hole ich da immer meine Geschenkpapiersachen. Also so Geschenkpapier, Geschenkschleife, Geschenktüten. Die hole ich immer dort, weil die so eine Riesenauswahl haben. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wir sehen uns dann beim nächsten. Tschüss!